fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Castle Crush Mühlenfried. Wir haben heute was Besonderes vor. Wir lassen heute von Siri am iPad unser Deck bestimmen. Ich habe mir dazu jetzt natürlich schon einen Zettel geschnappt. Ich werde die Zahlen aufschreiben. Es sind ja insgesamt, nur mal eben hier rüber scrollen. Stimmt, brauche ich gar nicht zu scrollen. 41 von 43 Karten haben wir gefunden. Ein Deck besteht aus 14 Karten. Bedeutet, ich werde jetzt Siri 14 Zahlen heraussuchen lassen. Quasi so durchnummeriert, ne? Wir müssen da gleich mal eben, ich werde das gleich natürlich mal eben zusammenstellen, dann werde ich vielleicht einen Cut machen. Und ja, ich würde mal sagen, ich werde jetzt kurz einen Cut machen. Ich blende allerdings immer die Zahlen ein, die Siri uns dann vorschlägt. Und dann bauen wir ein Deck und dann gucken wir mal, was wir da rausbekommen. Also, bis gleich. Eine Zahl zwischen 1 und 41. So, jetzt habe ich 14 Zahlen rausgesucht, also 13, 12, 27, 4, 15, 25, 23, 40, 39, 18, 37, 32, 2, 11, 36. Das sind die Zahlen, die entsprechen den Zahlen in diesem Deck. Ich baue das jetzt mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, es hat ein bisschen gedauert. Ich bin jetzt schon bei über 10 Minuten Aufnahmen, aber ich habe das Deck endlich zusammengestellt. Also, wir haben den Narr. Ich werde die ganzen Karten jetzt nicht noch durchgehen. Was so die Highlights dieses Decks sind natürlich... Wir haben den dunklen Ritter, wir haben die Erscheinung, wir haben die drei Barbaren, also ich weiß nicht, was wir mit diesem Deck machen können und wollen und so, ich weiß nicht. Deswegen werde ich jetzt auch gar nichts rausschneiden, wir werden aber diese beiden Truhen mal eben noch öffnen und wir werden mal gucken, was passiert. Also wir werden zwei Spiele machen damit. Das kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden zwei Spiele machen damit und wir öffnen jetzt mal eben noch die Gratiskiste und dann... Alter, hier ist irgendwer nebenan am Rödeln, ich könnte sie alle killen, aber okay, wir haben noch eine Gratiskiste. Und ich bin aufgeregt und wir werden verlieren. Wir werden eh verlieren. Aber ich habe gestern noch, also erst hatte ich voll viele Niederlagen und dann hatte ich plötzlich voll viele Siege. Ich war irgendwie zwischendurch, war ich wieder unter 2000, jetzt habe ich dann irgendwie wieder 200 Pokale plus gemacht. Ich hatte eigentlich mein Deck gefunden, mit dem ich ganz gut klarkam. Aber okay, das heißt ja jetzt wieder nichts. Deswegen, wir gucken einfach mal. Ich setze jetzt erstmal den Ballista, vielleicht kriegt er schon mal was kaputt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt mal eben gucken. Oh, gut. Wir können den Zwerg davor setzen. Das wird einfach so in die Buchse gehen, glaube ich. Ich glaube, es wird in die Buchse gehen. Es könnte in die Buchse gehen. Ich weiß es nicht. Je nachdem, was er hat halt, ne? Das weiß ich ja eben nicht. Oh, den hat er kaputt gemacht. Ja, der Dämon ist stark. Ich weiß auch gar nicht, auf was ich... Soll ich auf irgendwas sparen oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Es ist gleich durch. Okay, den müssen wir... Nein! Oh, so, ich bin so blöd. Hätte ich doch eine Sekunde gewartet. Das hätte ich mir sparen können. So, jetzt haben wir 7. Alex, oh nein, jetzt hat er nochmal wieder... Ja, okay. Da müssen wir jetzt mal auf jeden Fall dran. Das wird so schwierig. Ihr wisst es ja, wenn ihr... Belebung habe ich, bringt mir jetzt natürlich gar nichts. Ich kann gerade absolut überhaupt nichts machen. Er hat mich oben gefreezed. Das wird auf jeden Fall eine, also das wird definitiv eine deftige Niederlage. Die Frage ist ja natürlich nur, wie hoch. Also ich denke mal, wir werden ziemlich hoch verlieren. Ja, jetzt kann er den schon setzen. Ja. Das war's jetzt gleich schon. Alter Schwede, das ist natürlich die Gefahr, wenn du so ein Deck nimmst, was du wirklich noch nie gespielt hast. Ja. Wir haben den Turm nicht mal angekratzt von ihm. Wir werden nie im Leben eine Truhe kriegen und eine Kiste kriegen. Oh, ich habe auch einen Fehler gemacht, ne? Ich hätte warten sollen mit den Pfeilen. Dann hätte ich das oben noch gekriegt. Okay. Das war Niederlage Nummer 1 und wir haben schön verloren. Okay. Keine Sorge, Leute. Kein Grund zur Panik. Einmal durchschütteln. Wir schaffen das. Auch wenn ich absolut noch nicht weiß, wie wir das anstellen sollen. Vor allem gegen den Level 6er. Das wäre so peinlich. Ah, das wäre die Peinlichkeit in Person. Aber ich kann ja nichts machen. Ich kann ja absolut nichts machen. Ich kann nichts tun. Ja, doch, wir werden sie jetzt mal kaputt machen. Jetzt muss ich auf die Pfeile hoffen oder auf sonstiges. Okay, wir haben sie. Vielleicht setzt er noch welche hinterher. Warte. Okay, macht er nicht.
Er, okay, das war gut. Er wollte wiederbeleben, hat er aber nicht geschafft. Also was wie Mana-Ritual oder... keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das bräuchte ich jetzt mal. Habe ich natürlich nicht. Wir können jetzt nur warten auf unseren... Ja, wir können wieder nur auf unseren Tod warten. Ich kann gar nichts tun. Ich kann absolut nichts tun. Die kann ich mir nochmal wiederbeleben. Bringt mir jetzt aber... bringt mir auch nichts. Das ist eine einzige. Wir haben eine einzige wiederbelebt. Ja, was machen wir jetzt? Wir warten wieder auf den Tod, würde ich mal sagen. Wir warten darauf, dass wir sterben. Alter, das ist ohne Witz. Ich hatte es unterschätzt. Ja, wir haben schon wieder verloren natürlich jetzt. Okay, dann machen wir noch ein drittes Spiel. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt gewinne. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Deck gewinnen soll. Das ist natürlich die Herausforderung, der wir uns jetzt stellen müssen. Ich habe gegen den Level 6er verloren. Ohne seinen Turm auch nur ein einziges Mal anzukratzen. Wohlgemerkt. Ich habe den Turm von ihm nicht ein... Also, beziehungsweise seine Burg. Entschuldigung, nicht Turm, nicht, sondern Burg. Wir haben sie nicht ein einziges Mal angekratzt. Wir waren chancenlos. Und jetzt spielen wir auch noch gegen den Deutschen. Und das Problem wird jetzt sein, er wird wahrscheinlich dann denken, geil, ich hab ihn besiegt. Ach du Scheiße. Oh nein. Das ist nicht gut. Auf was habe ich mich denn hier eingelassen? Ja, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein... Ja, großartig. Komm, gib mir die Pfeile. Richtig. Ja, jetzt habe ich die unten nicht mehr gesetzt. Oh Gott, es ist eine Kombination aus einfach nur schlechtem Spiel und einem extrem zu teuren Deck. Was soll ich machen? Ich habe nichts. Ich habe keine Karte. Ich habe nicht eine Karte, die ich setzen kann. Nichts. Da kann ich was setzen. Mit etwas Glück wollte ich sagen, kriegen wir sie noch. Kriegen wir nicht. Die Erscheinung kriege ich auch nicht. Ich kann gar nichts machen. Ich kann jetzt hier unten was setzen. Da oben kann ich noch was setzen. Ich kann jetzt da unten auf den Tod warten. Ja, okay, das war noch ein bisschen Glück. Aber ansonsten, ja, das wird ja zu null. Alter, das ist ohne Witz, das ist sehr, sehr schwierig. Ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht so richtig einschätzen, aber es ist tatsächlich so. Oh Gott. 1900 hat der Turm noch. Wir sind, das ist das einzige Match jetzt, wo wir zumindest mal so eine halbwegs gescheite Chance haben. Bringt mir jetzt auch nichts wieder zu beleben. Wir versuchen es oben nochmal. Komm. Ah, ist unten auch schon wieder durch. Ja. Ich habe keine Chance. Wiederbelebung bringt mir auch nichts. Bringt mir auch alles nichts. Aber wir haben wieder verloren. Ach komm, eins mache ich noch. Ein Spiel mache ich noch. Also das gibt's doch nicht. Ich muss doch mal ein Spiel gewinnen mit diesem Deck. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, das gibt's alles nicht. Der denkt sich jetzt wahrscheinlich auch, geil, ich habe einen Level 9er besiegt. Ich komme mit diesem... Das Deck ist einfach so eine Scheiße. Natürlich ist es scheiße. Wir haben es ja so bestimmt. Es ist ja kompletter Zufall gewesen, welche Zahlen da rauskommen. Es hätte ja jede Zahl sein können. Doppelte Zahlen, wie gesagt, ein paar Mal hat Siri die 4 ausgespuckt. Habe ich dann natürlich weggemacht. Und ja, das ist jetzt unser Problem. Dass wir nicht in die Pötte kommen. Dass ich absolut nicht weiß, was ich machen soll. Weil vor allem die Wiederbelebung ohne... Ja, das ist alles Mist. Okay, da kann ich zumindest schon mal das Feuer setzen, den Inferno. Aber ansonsten... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir sind schon wieder in der Defensive. Wir können wiederum nichts machen. Wir haben keine Pfeile jetzt. Alter, das gibt's doch alles nicht. Ich kann nichts tun. Gegen Barad. Und das ist wirklich mal ein Deck, was ich mir auch mal selber ausgesucht habe. Von daher, ja. Hoffentlich gewinnen wir jetzt wenigstens mal das Spiel. Das gibt's doch nicht, ey. Ein Spiel müssen wir jetzt mal gewinnen. Komm. Bevor ich wieder unter 2000 rutsche. So, er setzt die dahin. Die kann ich aber gleich kontern mit den... Wobei, die Pfeile sind mir im Grunde noch zu schade dafür. Na gut. Gut, dass ich gewartet habe. Wir warten nämlich jetzt ab. Und gucken mal, dass wir noch... Setzt er noch was da in den Radius? Nein, er setzt was in den Radius. Ich bin wieder zu blöd. Und muss wieder mal die Pfeile... Oh, müssen wir die verschwenden? Ich glaube nicht. Nein, müssen wir nicht verschwenden. Sehr schön. Sehr schön, wir können den nochmal setzen. Ich will ein Spiel jetzt mal gewinnen, ey. Ohne Witz, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich muss jetzt mal warten. Komm, wunderbar.
Wunderbar. Das hat uns sehr geholfen. In der Mitte nochmal einen hin. Ich will natürlich die Erscheinung setzen. Ich muss ein bisschen warten. Wir können auch noch warten. Er wird jetzt gleich auch die Pfeile setzen. Nein, er setzt nicht die Pfeile. Ich müsste aber alle drei kriegen eigentlich. Okay, jetzt haben wir die Bogey Queen. Sauber, jetzt haben wir die Bogey Queen. Okay. Gib mir doch die... Jetzt hat er das Match verlassen. Ey, das ist... Ohne Witz, was ist denn heute los? Komm, jetzt pass mal auf. Jetzt bauen wir eine Erscheinung, die größer ist als alles. Aber das schaffen wir nicht mehr. So gerade eben, das schaffen wir nicht mehr. Ja, tut mir leid, Leute. Ich hätte euch gerne noch einen Sieg gezeigt. Aber es soll heute einfach nicht sein. Also noch einen richtigen Sieg. Ja, tut mir leid. Ey, ohne Witz, Leute. Probiert es mal selber aus. Wenn ihr das Spiel habt für iOS... Ladet euch mal irgendwie einen Zufallsgenerator oder lasst per Zufallsgenerator euer Deck bestimmen. Wir können es ja nochmal uns angucken. Es ist der größte Mist, den es gibt. Und ich sag trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mal eine Bewertung da, eine Mitleidsbewertung für mich, für mein Deck, für Siri. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, noch einen schönen Start ins Wochenende. Tschüss.